Und weiter geht's. Mannschaft zuweisen. Bessere Panzerung wäre schön. Oder größere Geschütze nochmal. Im Moment hat das Schiff Kraftstoff. Ich kann. Ah, beschädigtes Frachtschiff. Das wollte ich auch nochmal machen. Badam. Aber immerhin, ich habe jetzt größere Mengen Stahl zur Verfügung. Warum laufen die Dinger gerade nicht? Weil kein O2 zur Verfügung steht. Ich muss sich leer pumpen lassen. Oder so einen anbauen. Soll ich noch einen installieren? Ich meine, das Ammoniak scheint noch nicht so wirklich. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich meine, theoretisch kostet mich das nur die Baumaterialien. Wo packe ich das Ding denn jetzt auch noch hin? Könnte es hier hinbauen, wenn ich die Rohrleitung umsetze. War das richtig? Müsste richtig sein. Eins geht da rein, eins geht da rein. Und Ausgang. Müsste an dieses hier angeschlossen werden. Schick. Und scheinbar produziere ich immer noch mehr, als ich brauche an Wasserstoff, vermute ich. Natürlich sollten wir das nicht zu sehr unterschätzen, was passieren kann. Aber offensichtlich. Nice. Beziehungsweise, das brauche ich, glaube ich, gar nicht. Der andere fordert sich das an, wenn er das braucht, glaube ich. Wird aufgebaut, aber auch teilweise abtransportiert. Das ist auch schon mal ganz gut. Nur verschließe ich das dann halt auch an dem hier an. Wobei, ich habe das ja schon an den angeschlossen. Stimmt, das ist ja schon der Überlaufpuffer. Du bist irgendwie verloren. Aber hast immer noch Probleme, irgendwo was hinzuliefern. Wohin liefern willst du denn da? Aus- und abladen am Arsch. Aber das ist meine Kohleversorgung für den Kessel. Das heißt, ich habe mir die Kohle abgewürgt.
So, jetzt hat der Kessel dann auch wieder seine Versorgung. Mir geht nicht mehr der Dampf aus. Wo pumpe ich den Dampf eigentlich hin gerade? Ich meine, die Abgase sind schon schlimm genug. Die pumpe ich ja auch irgendwo in den Schornstein rein. Hier. Aber was mache ich mit dem Dampf? Ach stimmt, die verbrauchen den vollständig. Ja, okay, dann ist das egal. Sonst hätte ich jetzt Wasser rausholen können aus den Dingern. Das mit dem Schweröl finde ich immer noch gerade ein bisschen problematisch. Was mache ich damit nochmal? Ich pumpe das ausschließlich in den Cracker rein. Der mit Wasserstoff zusammen Rohbenzin und Gas produziert. Ich werde wohl noch mal einen weiteren Cracker einrichten müssen. Wo kann ich den hinstellen, wo der nicht im Weg ist? Es ist immer zwei Ausgänge blockiert. Ich will hier nicht so sehr dicht machen, sonst kommen sie an den Dani. Wobei sie also das Ding von der Seite, glaube ich, noch ansteuern können. Setzen wir dich mal einfach hier hin. Und produziere mir aus Schweröl und Wasserstoff. Wobei, ich könnte ihn Diesel produzieren lassen extra. Das wäre eine Idee. Ich meine, Rohbenzin, wofür benutze ich das nochmal? Ja, genau, für Schwefelproduktion. Das ist aber auch irgendwann voll. Das heißt, Diesel und Brenngas machen viel mehr Sinn. Moment. Ich sehe gerade, meine Diesellager sind voll. Ja. Ich habe das Brenngas gerade da angeschlossen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Alter, was ist mit meinen Farmen los? Jetzt können die plötzlich ihren ganzen Scheiß nicht mehr lagern? Leck mir den Hamster. Ich sollte das hier nicht zu weit ausdingsen, glaube ich. Ich mache mal zwei wieder weg, weil ich wollte ja Hafen noch installieren. Beziehungsweise nein, Moment. Hier eher hin. Der Punkt ist einfach, wenn mich nicht recht,
erinnere, kann ich den Hafen ja noch später einmal erweitern, wenigstens einmal. Fachdepots. 8. Auf 8 kann das Ding erweitert werden. Ich glaube, ich brauche doch noch mehr Platz. Oh, weia. Das heißt, die doppelte Länge von dem Ding hier. Das heißt, ich sollte. Machen wir den bis hierhin erweiterbar. Das heißt, ich stelle ihn hierhin. Stromversorgung ist mal wieder für den Arsch. Den hier kann ich immer noch erweitern. Ich muss eventuell später noch mal ein bisschen was aufschütten, aber das geht. Der hier macht mir schon eher Sorgen, aber dann kann ich die ganze Geschichte hier entsorgen, weil Sohle kriege ich ja auch woanders ganz gut und kann die dann umwandeln, dann einfach anliefern lassen hier finden, das fürs Ding hier hinten. Für Chlor. Muss ich mal gucken. Ich muss erstmal die Wasserversorgung sicherstellen. So, irgendwo war dieses Frachtschiff. Fracht ausliefern. Ich meine, ich brauche es noch nicht, aber wenn man es schon mal hat, dann ist es immer ganz gut. Ich kann meinen ganzen beschissenen Mais nicht lagern. Was kann man mit Mais alles anrichten? Ich kann mir daraus den Maisbrei machen, mit dem ich den Ethanol herstelle, den ich theoretisch für Kunststoffproduktion verwenden kann. Ich brauche Speiseöl. Mit Salz und Speiseöl und Kunststoff kann ich die Imbisse herstellen. Dafür werde ich den Mais brauchen. Aber ich habe noch kein Speiseöl. Speiseöl kriege ich. Toll, kann ich mit Ethanol zusammen in einen Diesel verwandeln? Brauche ich nicht. Sojabohnen, stimmt, das war das in der Mühle. Daraus kriege ich dann Tierfutter, das ich dann gleich im Prinzip verwerten kann. Und mit der Soja selber kann ich im Augenblick nicht viel anwenden. Aber ich glaube, ich werde nochmal ein weiteres Soja-Ding machen. Zweifelsfall werde ich den ersten hier auf Soja umstellen. Sojabohnen. Ich habe doch so viele Dinger gedingst. Offensichtlich kann ich wirklich nur so eine bestimmte Tiefe gehen. Oder Moment, nee, die sind doch innerhalb seines Abbauradius. Warum? Vor allem, warum buddeln die hier nicht weiter? Habe ich den falschen? Nee, der mit der gelben Umrandung ist das. Der hier hingegen hat auch nichts zu tun gerade. Ach, da hatte ich die abgezogen, stimmt.
Weißt du was? Verschrotte den hier. Wir killen mal eben das Protokoll. Irks, ich habe keinen Kupfer mehr. Wie machen wir das am besten? Ich meine, wir sind hier bei minus 12, haben die aufgehört. Das heißt, wir gehen auf 11 runter und hoffen, dass das funktioniert. Vielleicht sind zu viele von diesen Höhenlagen mittlerweile entstanden dadurch. Irgendwas in der Richtung muss wahrscheinlich sein. Noch sind meine Sandlager voll, also lasse ich das erstmal so. Außerdem wollte ich noch irgendwo eine Sand. Beziehungsweise ich habe ja die Quarzmine. Das wird meine Pflanzbereiche eigentlich mal ein bisschen boosten hier. Ha, das Schiff hat sogar schon angedockt dafür. Okay, okay, den nächsten Hafen muss ich irgendwo da hinten hinsetzen. Okay, gucken wir mal, ob wir jetzt diesmal den holen können. Da ist sogar noch ein weiterer Bootturm. Ein weiterer Frachter, ein bisschen Zeug zum Finden, eine weitere Quarzmine. Das ist sehr praktisch. Eine weitere Quarzmine könnte ich eventuell gebrauchen. Dann ist bald das Abbauen von bestimmten Bereichen einfach nur noch dafür da, um weiteren Platz für meine Arbeiten zu schaffen. Man sollte in Rohstoffvorkommen auf jeden Fall möglichst weit weg reinbuddeln, damit man die eigentlichen Ressourcen, die man haben will, relativ easy abgreifen kann. Ich sollte das vielleicht nochmal ausweiten auf ein weiteres... Ich meine, ich werde immer noch eine Rampe aus Kupfer haben danach, aber immerhin habe ich da noch was. Mein Kupfer ist fast weg, also müssen die sich beeilen. Das ist ganz gut, dass ich so viele Bagger habe, aber die Fahrzeuge selber, die brauchen Ewigkeiten zum Fahren. Meine Einigkeit ist gerade ein Problem. Ich glaube, ich habe die aus so fast allem entfernt, ne? Die Einigkeit. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie einen Weg finden, mehr Einigkeit zu generieren. Machen wir mal eben das mit dem Möbelbau. Stahl, Glas, Holz. Das ist alles relativ easy zu kriegen. Ich muss noch eine Baufläche haben. Wobei, ich habe das hier schon alles abgebaut gehabt. Machen wir zwei davon hier hin. Holz haben wir schon verfügbar.
Noch nicht ganz. Ich werde meine Stahlproduktion ein bisschen abrampen müssen. Moment, du haust hier rein, du haust hier rein. Du haust hier rein. Warum eigentlich nicht? Hierhin und du hierhin. Jetzt so läuft das. Klick, 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 boom. Du forderst an Glas auf Maximum, du forderst an Stahl auf Maximum. Und alle sind glücklich, außer Stahl- und Glaswerke, die jetzt mehr produzieren müssen. Die hatten so ein einfaches Leben bis jetzt. Oh Mann. Ich lasse das mit der Einigkeit mal lieber, sonst habe ich gleich Probleme. Meine Verordnung muss ich ein bisschen abklemmen für die Zwischenzeit. Die Extraktion geben mir was. Was haben wir denn sonst noch? Die industriellen Wiederverwertungserhöhungen würde ich lieben gerne drinnen lassen. Landwirtschaftsbonus brauche ich im Augenblick nicht. Das sollte mir 2 volle Punkte bringen. Kraftstoff sparen für Schiffe nehmen wir auch erstmal raus, wobei das für mein großes Schiff wahrscheinlich auch gilt. Wartungsreduzierung, ja, müssen wir mal so lassen. Ah, jetzt habe ich mehr Einigkeit. Erstmal einen schönen Puffer aufbauen. Du forderst Haushaltswaren an, weil die brauchen wir. Scheinbar produziere ich immer noch genug Mengen davon. Beim Stahl bin ich mir nicht sicher. Dem scheint irgendwas zu fehlen. Ich sehe mein Problem, mein Fehler und das kann ich auch relativ easy verdünsten. Das hatte ich nur vergessen einzubauen, weil ich das wollte. Ich wollte das Ding als Überlaufventil hier anschließen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das noch erst umbauen will. Aber ich denke, so funktioniert das auch ganz gut, das Überlaufventil. Deswegen hat er zwei der Behälter. Das heißt, immer die Hälfte geht da rein, die Hälfte geht da rein. Das macht eigentlich am meisten Sinn, glaube ich. Darf meine Stahlproduktion nicht vernachlässigen. Der Stahl muss fließen. Schon dabei sind, Sachen aufzuwerten, werten wir die Sachen auch auf, die verbessert werden können. Ich wusste gar nicht, dass ich die Dinge auch aufwerten kann. Hatte ich da echt schon freigeschaltet. Krass. Ich sollte öfter mal meine Anlagen überprüfen. Jetzt sind sie alle so schön gelb. Kann ich die verbessern? Nein.
Okay, ich sehe ein anderes Problem mit den Dingern. Ich muss die Abgashandling ein bisschen verbessern. Natürlich kann ich auch hier die Umwandlung von den Abgasen in CO2 verändern. Aber will ich wirklich noch eine Anlage, die mir Schwefel produziert? Es wäre schön, ich könnte einfach alles über Rohrleitung über die ganze Insel transportieren zu einer Anlage. Aber das wäre ein ziemliches Aufgebot an Rohrleitung. Und ich weiß nicht, ob ich dann die nicht wieder später umbauen muss. Oder die Waldfee. Extrem ausgelastete LKWs sind auch immer eine schöne Sache. Die natürlich total gekühlten Fleischabfälle schmeißen wir jetzt hier rein, damit wir nachher einen schönen Puffer haben, wenn wir Würste herstellen und dann noch Imbisse und was weiß ich, was für ein Scheiß. Was kann ich denn hier noch überhaupt aufführen? Wurst ist noch kein Thema. Tofu ist, glaube ich, auch ein Kistenprodukt. Ich werde wahrscheinlich noch mal ein paar von den. Ich werde. Verdammte Axt. Ich werde tatsächlich wahrscheinlich noch mal ein paar Anlagen bauen müssen. Nur um mein Zeug hier bewältigen zu können. Ich meine, die LKWs können hier noch hinfahren. Das heißt, hier kann ich anfangen, andere Anlagen hinzuschmeißen. Und diese Verschönerungsprojekte kann ich, glaube ich, eigentlich auch knicken. Ich meine, ich brauche eher die Wohnfläche. Mehr LKWs im Einsatz. Da die jetzt beim Kupfer sind, kann ich euch ein paar wegnehmen. Jetzt gehen sie das hier lagern wahrscheinlich. Also Mannschaft ist ja noch drauf. Nee, Moment, das ist auch blöd. Dann machen wir zwei Schuttlager hinten dran klemmen und dann sollte das reichen. Neun Einigkeit im Monat. Das für ein paar Haushaltsapplikationen. Ich meine, das effektiv sind das Möbel. Bis jetzt haben die alle nur auf Matratzen und auf selbst zusammengezimmerten Stühlen gesessen. Jetzt kriegen die ja richtige. Ich meine, der Schaukelstuhl ist einfach nur ein repräsentatives Ding für Haushaltswaren. Ja. Aber jetzt kriegen die halt Betten und andere Sachen. Ich meine, ich habe mal einen eigenen kleinen IKEA hier hingeschmissen. Es steht drauf, IDEA. Ich krieg so viel. Und es ist auch noch blau-gelb. Alter, nee, es ist nicht wahr. Sieg! Wir haben die feindliche Schlachtschiff versenkt. Reparaturbeginn. Ja, leck mich am Arsch. Ich kann ja nicht Wasser einführen. Plan des Frachtschiffstartens. Ja, bla 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 bla. Und das Schöne ist, es ist ja ein einfaches Frischwasser. Das heißt, ich muss keine große Industrie dahin schmeißen. Ich muss einfach nur die mittleren Flüssigkeitsmodule hinschmeißen und sagen, leckt mich. Die sind gerade ins Kohlegeschäft eingestiegen, aber ich müsste trotzdem noch mal eben was umbauen. Beziehungsweise, warte mal, ich klaue mir einfach mal eben von. Naja, nicht von denen. Ich brauche eine größere Fahrzeugverwaltung. Okay, nehmen wir mal einen Bagger weg, der sollte reichen.
Jetzt muss ich noch kurz rausfinden, wo das Gebäude stand, das hierfür zuständig ist.